Als ich geboren wurde, war das Fernsehen schwarz-weiß, auf allen drei Kanälen. Und das Telefon war so mobil, wie das Kabel lang war. Ja, heutzutage hat man den Fernseher mobil mit dabei und kann sich sogar virtuell interviewen lassen. Los geht's! Das Internet hat nicht nur Zugang zu Informationen auf der ganzen Welt ermöglicht und uns unglaublich viel Selbstständigkeit gegeben. Es bringt auch Freunde und Familien zusammen, Firmen und Kunden zusammen und für manche ist es schon eine zweite Heimat geworden. Ja, viele finden im Internet das, was sie vielleicht im richtigen Leben nicht finden: Anerkennung, Gehör, Freunde, wenn auch nur virtuelle. Man muss eigentlich nur mal in Facebook reinschauen. Oft erfährt man mehr über die Personen, als vielleicht der beste Freund weiß. Insofern glaube ich, das Internet wird immer persönlicher. Es wird immer mehr Persönlichkeit haben. Aber man sollte auch aufpassen, denn das Internet vergisst nicht. Das heißt, alles, was ich dort offenlege, sollte ich auch ein paar Jahre später immer noch für in Ordnung finden. Personalisierung der Kundenansprache, das heißt die Nutzung dieser persönlichen Daten im Internet durch ein Unternehmen, erachte ich für einen sehr, sehr großen Kundenvorteil. Manche Unternehmen sind bereits in den Startlöchern und machen das, wenn es auch noch nicht sehr ausgereift ist. Die Sache ist sehr einfach. Ich bekomme lieber Angebote, die auf mich zugeschnitten sind, als irgendeinen Spam. Die digitalen Kanäle haben den großen Vorteil, dass man natürlich den Verkauf stärken kann, dass man aber auch Kosten sparen kann und zum dritten oft vergessen eine unglaubliche Kundenbindung herstellen kann. Denn man ist dort, wo der Kunde viel Zeit verbringt, im Internet. Insofern gilt es für uns, diese Komponenten jetzt aktuell und in der Zukunft weiter auszubauen, um ein wesentlicher Beitragbringer für das Unternehmen zu werden. Und ich bin stolz und froh, dass ich dabei auf fantastische Teams in der Schweiz und in Österreich zurückgreifen kann. Die Leute haben einen sensationellen Background, sind unglaublich erfahren in dieser Thematik. Und ich bin sicher, gemeinsam werden wir die nächste Stufe der Digitalisierung von UPC erreichen. Ich? Eine digitale und analoge Persönlichkeit? Nee, ich denke nicht. Doch, hat er mich. Ich bin Toms Avatar. Ja, die schauen heute gar nicht mehr komplett in Blau aus. Nein, die sehen so aus wie ein komisches Vorbild in Natur. Komm du siehst vielleicht normal aus, aber du hast eine völlig digitale Persönlichkeit in einer rein virtuellen Welt. Ach komm, bist doch nur neidisch. Ich bin den ganzen Tag digital in einer virtuellen Welt. Bei aller Liebe, man kann aber auch mal abschalten. So, meine Freunde, bei all der Liebe zur digitalen Welt, unsere analoge hat immer noch die schöneren Seiten. Deshalb bitte nicht vergessen, einfach auch mal abschalten. Prost!